In Position für den Einsatz. So sieht's aus, Penzaul. Bioshock, würdest du das Spiel weiterempfehlen? Ich würde beide Spiele empfehlen. Ich kann dir XCOM Enemy Unknown empfehlen, XCOM Enemy Within und ich kann dir empfehlen XCOM 2. Ich muss sagen, ich habe noch niemals so lange gestreamt wie heute. Müsste seinen Grund haben, ja? Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall, macht mir sehr viel Spaß. Und ich liebe es, wenn es schön knackig schwer ist. Es sollte jede Menge wertvolle Technologie an Bord sein. Also gehen wir rein und schalten alle Feinde vor Ort aus. Sichern Sie jegliche Fracht, die Sie finden können. Menace 1-5, Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern. Alle Feinde ausschalten. Die sehen schon recht pro aus, ja, mit so einer riesen Truppe hier. 6 Mann. Schon cool. So, unser Auftrag. Vermeide es, wichtige Vorräte zu zerstören. Neutralisieren Sie alle Feinde. Okay, das hört sich eigentlich recht easy an. Töte alles, was du siehst. Wir befinden uns links unten in der Ecke. Haus ist nicht schlecht. Wir können sogar drauf gehen. Wäre dann was für den Fallout da, unseren Sniper. Gehen wir erstmal langsam vorwärts. Wir sind ja aktuell noch verborgen. Hopp. Ja. Leider nicht gerade schnell. Gehen wir langsam vorwärts. Das Ding ist halt, bei so einem Spiel braucht man Geduld. Das ist ein Geduldsspiel. Muss halt auch lange über seine Schachzüge überlegen. Man braucht sehr viel Geduld bei so einem Spiel. Da bewundere ich auch meinen Vater. Mein Vater ist seit, ich glaube, 1992 ein riesen Siedler-Fan. Ja. Müsst ihr erkennen von Blue Byte, die Siedler. Und das muss ich sagen, die Geduld habe ich für dieses Spiel auf keinen Fall. Ich habe 1991 aber XCOM gespielt. Das schon als Kind. Das war, hieß aber nicht XCOM, sondern auch UFO. Genau, ich glaube UFO Defense hieß es. Das war auch so ein ähnliches Spiel wie das hier. Damit hatte ich angefangen. Mein Vater, der spielt bis heute, ja, Siedler. Seit 1991 ist der nur noch ein Siedler-Fanat. Vor allen Dingen Siedler 2. So, wir wollen auf jeden Fall den Fallouter irgendwie aufs Dach kriegen. Da haben wir welche. So, wie regeln wir mit denen? Wir haben schon rausgefunden, wenn sie zusammenstehen, ist schon schön, aber Vorräte sollten wir vermeiden. Der steht ja mittendrin. Vorräte zerstören soll er vermeiden. Warten erstmal eine Runde. Bin dabei. Overwatch. Die bewegen sich nicht, das ist nicht gut. Aber wenn Fallout da erstmal eine Position hier oben erreicht hat, dann vermute ich, das könnte gut werden. Ja, geh mal hier oben hin. Twice. 1991 habe ich in Spanien schwimmen gelernt. Ich habe hier irgendwie nichts Tolles. Das heißt, wir könnten die höchstens erwarten, ja? Wir könnten die erwarten. Allerdings haben wir keine tolle Deckung. So ein bisschen, ja. Würde ich sagen, du kommst hier hin. Das ist auch keine richtige Deckung hier, der Kaktus. Wir könnten die so ein bisschen erwarten. Toll wäre, wenn wir den Texor hier hätten. Hier, weil der wird nicht aus der Tarnung geholt. Soll er hier hin? Dann stellen die sich vielleicht. Zack! Ambush versaut. Okay. Jetzt steht er da mit Licht im Haar, ja? Vor 3 Feinden. Jetzt müssen wir reagieren.
Unser Oh Shit Button könnte klappen. Hier, greift man nicht den an, greift den da an. 1991 habe ich das Licht der Welt erblickt. So, jetzt haben wir hier neuen Kollegen stehen. Ich hoffe mal, dass der das Feuer abfängt. Das ist unser Oh Shit Button. Können wir denn noch irgendwas machen? Freiland können wir auch nicht. Sieht nicht gut aus hier. Hier könnten wir hingehen. Natürlich völlig vergeigt gerade. Ja, wir haben nur noch Taube da. Was macht Taube? Taube geht hier hin. Und geht in Overwatch. Guck mal, was passiert. Ja, wunderbar. Sehr gut. Scheint auch hohe Priorität zu haben, ja? Ist ja alle da. Da draufballern, bin ich ehrlich. Okay. Kann Leben retten, ja? So ein Oh-Shit-Ding. Kann Leben retten. So. Jetzt haben wir doch noch unseren Ambush. Komm mal her hier. Fallout da. So, was können wir hier erreichen? Beim Arken. Haben wir keine Sicht drauf. Aber wir können so einen Sektoid mal eben wegnatzen. 6 bis 8 Schaden. 91%. Der Rest könnte eine Granate erledigen. Müssten die Leute da wegrennen. Ja, immer. Der war gut. Der war gut. Er ist gut gesichert hier. Was haben wir denn für Chancen? 70% und 52%. Den 70er nehmen wir. Tonehead hier. Die gute Taube. 66%. Nehmen wir. Vielleicht kann er eine Granate finishen oder so. Ja, wir sollten auf jeden Fall weggehen mit Hexor. Der steht offen rum. Doch hier keinen guten Ort, ne? Außer vielleicht hier. Mit Run and Gun. Andersrum wäre es möglich, ihn zu töten damit. Eher weniger. Den anderen. Das wäre möglich. Testen wir das. Komm. Ah. Einmal in der Mitte gespalten hier. Darlak, ich grüße dich. Meine Willkommen zurück, er gesagt. Unerbittlich. Aber dürfen wir jetzt nochmal, oder was? Was ist denn das? Unerbittlich. Kann man noch was machen? Ach, ich kann mich verziehen. Ist ja auch cool, ja? Müssen uns merken, dass wir das können. Wir können uns verziehen. Coole Sache. Angreifen und verziehen. Darlak, ich glaube, du lebst nicht mehr. Ich glaube, du bist gestorben. Aber du weißt ja, fürs Gute. Wir haben noch 2 Leute, 3 Leute. Aber leider sieht Fallout den Kollegen hier nicht. Wenn er sich aber bewegt. Nee, wir können nochmal schießen, weil wir aus erhöhter Position geschossen haben. Mit der Pistole aber auch nur. Können wir in Overwatch gehen? Ich würde jetzt ungern, sehr ungern. Haben wir von hier aus Sicht, ich bezweifle es. Ungern eine Granate nutzen. Was haben wir denn noch hier? Splittergranate und eine Rakete. Oder noch ein Imitationsgerät, damit keiner verletzt wird. Versuchen wir erstmal. Könnte klappen. Harakiri.
Das Glück ist uns gnädig hier. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass wir es völlig vergeigt haben, lief das gerade richtig gut. Good copy, moving on target. Wir hatten es völlig vergeigt. So vorlaut da. Aber viele leben noch. Viele andere leben noch. Nur dich hat es leider erwischt. Wir hatten sehr, sehr schwere Missionen teilweise. Ja, ihr bleibt mal da oben. Lad deine Waffe nach. Er will immer noch weitermachen. Geh in Deckung. So, was kommt denn hier? Das ist ein fetter Mech. Das ist ein fetter Mech. Aber wir können ihn vielleicht hacken. Wie sieht denn das aus? Gefechtsprotokoll. Das ist es nicht hacken. Aber ich glaube, wir haben keinen damit, der hacken kann. Das ist schade, weil das Ding ist richtig fett. Hier muss auf jeden Fall eine Granate rein. Irgendwas muss schreddern hier. Ich würde sagen, wir zimmern das mal in die ganze. Ja. Tut mir leid, Missionsziel. Ich muss da ein bisschen Gas kaputt machen. Wir müssen schreddern. Die Rüstung, drei Rüstungen, ist viel zu viel. Wir schreddern. Okay, wir haben nur eine Rüstung verloren. Vermeide es wichtige Vorräte. Ich weiß. Ja, was willst du hier machen? Will ich auch überleben? So. Ich würde es vermeiden, jetzt hier hinzurennen und den wegzuschlitzen. Vorher müsste der Mac sterben. So, wie sieht das hier aus? Was erreicht Fallouter? 85% mit einem heftigen Schuss. Das ist eine Menge. Wir könnten den Mech wegziehen. Okay, heftiger Schuss. Go. Sieben. Aber diese Rüstung, die hält so viel Schaden ab. Sonst würde ich überlegen, einfach Harakiri reinzustürmen, die wegzuschlachten. Bleiben wir erstmal stehen. Wir könnten ins Verborgene gehen einmal. Kriegen wir irgendwie die Mech tot? Das ist meine Frage gerade. Geht doch weit weg. Ich muss weit vorrennen, damit ich eine Chance bekomme. Schaffen wir nicht. Der Mech ist zu weit weg. Aber ist auch ganz gut für uns, der kann dann auch nicht schießen. Na gut, wir machen es anders. Wir lassen sie kommen. Wir lassen sie einfach kommen. So, wir gehen hier in Deckung. Und wir lassen sie kommen. Das beides vorne sind Nahkämpfer und der Mech, der sieht uns wahrscheinlich gar nicht. So wie wir auch ihn nicht sehen. So, können wir uns hier hinstellen? Können wir. Machen wir das. Wenn du das sagst. So, Feuerschutz. Hier sehen wir einen. 57%? Sagen wir mal, ist zu wenig. Was wir aber auch machen können ist, wir können uns verbergen. In den Schatten. Wir stellen uns ganz kackfrech hier hin. Jawohl. Von der Arbeit zurückkommen. Wort, Markus immer noch an. Ja, Flash Chris, heute machen wir mal mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die 24 Stunden auf jeden Fall voll. Macht so einen Spaß, das Spiel. Wieso ist sie flankiert? Weil hier keine. Ah, okay, ich muss mich hier hinstellen. Machen wir das. Ist die Chance? 55%? Naja, Feuerschutz. Die kommen eh zu uns. Hit the plate.
Ja, genau, ich habe gestern um 11 Uhr angefangen. Förderung verdient, so wollen wir das auch. Wir müssen mal gucken, wenn ob hier unser. Ja, hier, der braucht unbedingt eine Beförderung. Die werfen auch Granaten. Die Penners, die machen die ganzen Vorräte kaputt. Aber gut, es tut ja nicht besonders weh. Wie sieht das hier aus? Er muss jemanden töten für eine Beförderung. 60%. Sagen daraus machen wir mal 100%. Orders confirmed. On the move. Wir brauchen eine Beförderung. Aus Jurekfolie. Ich denke mal, die Quali-Anstellungen sind gekommen. Ich vermute mal Quali-Anstellung. Dann geht das Spiel manchmal auf Mobilgeräten auch auf jeden Fall einmal aus. Sobald man Quali-Anstellungen bekommt. Ja, hier. Deswegen haben wir ihn hier geparkt. Ich würde sagen, es macht so einen Spaß. Ist der eigentlich jetzt eine Feuerunterstützung? Nee, ne? Der hat keinen Feuerschutz. Außerdem haben wir eh Schattenschritt. Hinder. Wurde entdeckt. So, wie viele Gegner kommen denn hier noch? Waren immer noch nicht alle, ja? Darlak, wir kommen zurück. Roger that. Na, wir hinterlassen hier gerade ein Chaos, ja? Aber ein absolutes Chaos. Zumindest sind noch ein paar Fässer da. Aber die Musik ist noch da. Warum ist die Musik noch da? Normalerweise, wenn ich keine Gegner mehr habe, ist auch keine Musik mehr da. Aber er war eh in Panik. Ich hätte nicht bewegen können. Die Musik ist weg. Geh mal langsam vorwärts. Wenn wir nichts sehen, können wir noch nachladen. Hier laden wir nach. Good to go. So weit sollten wir nicht rennen, bis hierhin. Wir rennen bis maximal hierhin. Wollen nicht ein Pack aufwecken, wenn hier Leute nachladen. So, er ist wieder da. Sollte auch mal geheilt werden. Wir hatten ja Medikit. Victor hat eins. Dann sehen wir mal zu, dass Exor hierher rennt, sich verbinden zu lassen. Einmal heilen, bitte. Na, das machen wir jetzt auch. Lieber Texor hier. Heilung. Du kommst in Ordnung. Ja, es ist schlecht mit den Quali-Anstellungen. Gerade wenn die Amis da sind. Man startet da erst den Stream. Erst jetzt in die Uhrzeit gehen die ganzen Amis offline. Wir bleiben hier mit Fallouter. Was ist denn das hier? Serie. Für jeden mit Präzisionsgewehr erzielten Kill werden dann Aktionen zurückerstattet. Da muss man unsere Rechse aktivieren. Das wusste ich auch nicht. Wir bleiben hier. Hier auch. Da chillen sie. Daneben. Oh, come on. Penzau, du musst hochdrehen, die Quali. Du kannst sie selbst festlegen. Du musst sie nicht auf Low schauen. Oh,
Halb tot kommt er an. Ja, die haben ganz schön viel Rüstung. Mann, Mann, Mann. Speedy B, moin, moin. Wir stehen da. Ohne Rüstung, ohne irgendwas. Aber seht ihr, Leute, wäre ich hier hingerannt, hätte man die mit Sicherheit aufgedeckt. Da bin ich mir sehr sicher. So, wenn wir jetzt hier hingehen, können wir eine Granate werfen. Dann ist auch die Deckung von den Kollegen da oben gefährdet. Das war jetzt ein Fehler. Seht ihr, das kann ganz schnell passieren. Auch wenn eine Idee noch so gut erscheint, kann es passieren, dass sowas jetzt passiert. Scheißen Dreck. Ja, jetzt hängen wir da, ja? Stehen wir da mit Licht im Haar. Ja, wir können eigentlich direkt wieder einen Rückzug antreten. Wir können direkt wieder einen Rückzug antreten. Lauf. Lauf. So, was können wir hier ballern? Das Ding. Nee, will ich nicht. Die rennt zurück. Wir werfen hier eine Rauchgranate hin. Die, die hier in halber Cover sitzen, bekommen somit volle Cover. Speedy Bee, Speedy Bo. So. Hier wäre es auch unrecht. Nicht safe genug. Shit. Hier. Wenn wir jetzt hier hingehen würden. Könnte man die Granate werfen. Da wäre der Mutant tot, aber die da würden alle uns hier penetrieren. Haben wir noch unser Ablenkmanöver? Haben wir noch. Wir haben unseren Oh-Shit-Button haben wir noch. So zum Kotzen ist es, dass wir die nicht loswerden hier. Den können wir da oben auch nicht stehen lassen. Das ist hier gerade richtig, richtig blöde. Wie machen wir das am dümmsten? Sagen, wir ziehen uns zurück. Wir lassen es hier mit dem Oh-Shit-Button. Und wir ziehen die beiden so weg. Er lebt sogar noch. Okay, er lebt nicht mehr. Wir ziehen uns zurück. Und gehen ebenfalls in den Overwatch. So, wir haben Truppsicht. Mit dieser Truppsicht können wir vielleicht Schaden anrichten. Also nur dieser Sektoid sehen wir. Wir hätten mehrere Schüsse, wenn wir die richtige Stelle anpeilen. So. So, da. Hätten wir mehrere Schüsse. Die nehmen wir auch. Go, go, Power Rangers. Guck mal, wie es klappt. Go, go, Power Ranger. Yo, aber der spaltet sich jetzt, ne? Hoffe nicht oft. Am besten natürlich gar nicht. Alles klar. Wenn wir ihn in seiner Runde treffen, klont er sich nicht. Das ist sehr gut. Doch, er klont sich trotzdem. Wie oft? Wir haben ihn zweimal getroffen. Wie oft klont er sich? Einmal? So, full cover. Wie schalten wir die am besten aus? Aus diesem Feld sollte man schon nicht rausgehen. Ich habe jetzt keinen Feldposten gesehen. Okay.
Roko. Kannst du wen töten? 42%. Chance auf so Flanke ist hier nicht gegeben. Ja, das ist alles mehlig. Fallout da. Wir brauchen dich. Was sagst du? Nachladen. Ehrlich? Gucken. Können wir noch schießen? Nur mit Pistole. 56%. Den nehmen wir mit, wa? Mit Pistole. Daneben. Ist aber nicht schlimm. Was haben wir noch? Im Angebot. Ich könnte einen Oh-Shit-Button benutzen. Also Oh-Shit-Button wäre eine Alternative. Texor. Was machen wir mit dir? Wir müssen hier raus. Und unsere Waffen nachladen vor allem. Oder wir rennen los und schlachten was. Aber er hat wenig Lebensenergie. Könnte sterben dabei. Andersrum, wenn wir jemanden töten, können wir weiterrennen. Okay, das machen wir. Exo darf er jemanden töten und weiterrennen. Codex töten wir. Slash. Wenn ich mich richtig erinnere, darf ich jetzt nochmal rennen. Sag, dass es so ist. Ja, es ist so. Okay. Und tschüss. Läuft. Wie kriegen wir den tot? Also eigentlich ist nur noch der gefährlich. Okay, wir können ja schon mal vorbereiten, so einen Oh-Shit-Button. Und schießen die auf den. Victor muss hier auch raus. Hat auch nicht die Chance, irgendwen zu schnetzeln. Rennen wir hier in die volle Deckung. Roko. Ja, wir haben irgendwelche Debuffs gerade. Desorientiert. Deswegen treffen wir hier auch so schlecht. Ich würde sagen, wir bleiben genau da, wo wir sind. Und geben Feuerschutz. So. Ich würde sagen, hier nutzen wir jetzt unser Shit-Button, weil ich glaube, das sind die letzten Gegner. Wenn ich den, glaube ich, hier positioniere, sollten die ziemlich irritiert sein. Das ist unser Oh-Shit-Button. Ja, wir sollten hier aus der Grütze raus. Hilfsprotokoll. Gehen wir mal helfen. Texor, ja. Helfen wir Texor. Nicht, dass sie ihn abschießen. Weil er hat noch halbe Deckung und wenig Leben. So müsste er safe sein. Denn nehme ich gleich wieder ein, Leute. Uns merken, ja. Unser Oh-Shit-Button ist Gold wert. Förderung, lesen wir gerne. Ja, genau. Verprügel ihn. Gib ihm Tiernamen. Ist er weg. So. Hat wunderbar geklappt. So, wir laden nach. Kannst du nochmal in Overwatch gehen? So, was haben wir denn hier noch? Noch ein Haufen Landratten. Gehen wir hier hin. Das können wir auch wieder. Volle Deckung ist super. Versuchen wir hier unbedingt diesen Codex loszuwerden. 63%, komm. Sehr nice. Gestreift 3. Wäre das gestreift 1 gewesen, wäre das ultra hart, denn er hätte sich dann nochmal gespalten. Also nochmal geklont. Ja. 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 Texor, gib ihm. Gib ihm. That's how it's done.
Was geschafft? Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Da waren ja auch einige Feinde hier. Status bestätigt. Mission erfüllt. Benötigte Runden 9. 2 verwundet. Aber sonst keiner gestorben. Eine super Runde. Das war eine gute Runde. Gut, während wir warten, ich nutze die Chance. Kurze Pipi-Pause. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Der arme Texo, ja, ein Einsatzkrankenhaus. Willst du machen, ja? Du bist an der Front, mein Junge, du bist an der Front. Texo, du bist an der Front. Du bist der erste Mann mit dem Schwert vom Feind. Ohne Krankenhaus und ohne direkt vor dem Gegner zu stehen, fühlst du dir nicht wohl? Wir bauen es gerade, Dalak, wir bauen es gerade. Wir bauen es gerade. Haube. Haube ist hier aggressiv. Dann nehmen wir das Scan-Protokoll. Damit können wir Roboter hacken. Glaube ich. Ja. Nee, damit können wir den Sichtbereich freischalten. Das nächste Slot. Nee, hier. Das hier ist zum Roboter hacken. Hacken. Hätten wir also doch jemanden dabei gehabt. Hätte ja. Hab nicht richtig gelesen. Wächter. Was ist ein Wächter? Bei jedem erfolgreichen Feuerschuss besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer Schuss abgefeuert wird. Und Wachsamkeit, wenn du all deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, erhältst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutz. Das heißt, wenn ich sprinte, habe ich automatisch Feuerschutz. Aber zweimal schießen ist auch geil, ne? Zweimal schießen ist auch geil, also die Chance. Aber andersrum, die Chance ist immer blöde. Andersrum, man kann es auch ganz schnell vergessen, dass er sowas besitzt. Und hier ist es halt, oh cool, wusste ich ja gar nicht mehr. Nehmen wir das. Eine Chance. So. Unterstützungsfeuer finde ich super. Da wir ja schon Zerfetzen genommen haben, nehmen wir auch hier Unterstützungsfeuer. Diesel. So. Wir haben einen neuen. Wir müssen mal benennen. Ich glaube, ich habe noch Namen auf der Liste. Lass dich mal ganz kurz gucken. Wer sind diese Namen? Taubam abgearbeitet. Crash Chris gehört nun neu dazu. Willkommen Crash Chris als neuer Gunner. Wie nenne ich Crash, wenn das dir nichts ausmacht? Crash Override. Wir speichern einmal, wie nach jeder Mission, einmal speichern. Genau wie bei zu Beginn einer Mission speichern wir einmal Waffenkammer. Der liebe Crash Chris ist jetzt dabei. So, das ist Diesel. Diesel benennen wir um. Oh, da hängt er ganz geknickt. Crash Chris ist jetzt da. Crash. Mit Chancen kann man wirklich scheiße planen. Man muss wirklich wissen, dass man am Ende der Runde dann einen Feldposten kriegt. So, Crash ist dabei. Haben wir noch irgendwen? Kroko, Snowman, Texor, Victor, Taube, Dalak, ich hab Scheiße erzählt, du lebst noch. Was sag ich denn da? Ich meine, ich glaube, es hat durch das viele Laden zu tun. Wir hatten eine Mission, da sind wir sehr, sehr verzweifelt. Wir sind sehr oft gestorben. Wir mussten die Mission sehr oft wiederholen. Zu mir erschrocken, Crash Chris. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, und auch die ganze Zeit schon für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Dalak, du lebst noch. Wir spielen auf Veteran. Dio Illidan. Und vielen, vielen Dank, Crash Chris, Mann. Was ein Typ. Stinger, wir haben noch einen. Der nächste auf Alix ist X-Drake. Nennen wir den noch um? Was ist er denn überhaupt? Er ist Ranger, da muss er gelb gemacht werden. Soldat befördern. Phantom ist blöde. Wir nehmen Klingenmeister. Oder? Warte mal, was war das? Schattenangriff. Schattenschritt ist auf jeden Fall gut.
Hier Phantom ist doch ganz gut. Wir nehmen Phantom. Phantom ist gut. Wir individualisieren ihn mal. Ranger werden bei uns gelb. Vielleicht noch mehr. Schattenschritt. Ja, löst keine Reflexschüsse aus. Verbergen. Sturm- und Schussnehmer. So, individualisieren. Das ist jetzt X-Drake. Hat sich auch beworben, dabei zu sein. X-Drake. So, nur noch die Rüstung anpassen. Gelb. Gelb und schwarz. Das sind unsere Ranger hier. Kannst du dich Crash machen, das reicht. Ich bin schwierig loszuwerden, wie ein Furunkel. So. Ja, stimmt, wir haben eine Menge Leute ausgebildet. Deswegen haben wir hier jetzt ein paar neue Soldaten. Snowman, alles klar. Alles wird aus dem Chat, wunderbar. Und wenn die hier mal irgendwann Nick bekommen. Fehlt nur noch einer, das ist dann Utahan. Haben wir alles. So, wo waren wir stehen geblieben? Geld sammeln? Ne. Momentan läuft ja noch alles Forschung. Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Zwei Tage noch. Die Archon-Autopsie. Außerhalb der Städte schwer an Energie. Mach mal weiter. Informationen. Davon haben wir genug. Wir bräuchten momentan lieber mehr. Geld brauchen wir. Ja. Ich müsste noch ein Dings bauen. Eine Kommandozentrale. 127. Können wir eine Kommandozentrale bauen? Müssen wir auf jeden Fall den Auftrag geben. Ding ist leer. Hier haben wir bereits eine Kommunikationszentrale. Was ist denn hier? Verbesserung. Zusätzliche Sendestationen. Wie viele sind das dann? Wahrscheinlich einer. Kostet 125. Nee, da würde ich sagen, wir bauen lieber nochmal ein weiteres. Ist nicht besetzt? Abreißen, okay. So, Kommunikationszentrale. 110 Vorräte. Ja, es macht mehr Sinn. Bau der Widerstand-Kommunikationseinrichtung eingeleitet. Ich weiß, dass ich Schattenkammer bauen muss, aber ich weigere mich gerade momentan, da weiterzumachen. Wir brauchen momentan alle anderen Sachen, außer diese dumme Schattenkammer. So. Wo gehen wir hin? Haben wir hier. Lebenszeichen. Informationen. Alien-Legierungen. Ja, wir machen hier weiter. Wir gehen weiter zur Höhle. Wir gehen zur Höhle. Da gibt es Legierungen und Kristalle. Jetzt chillen wir eine Runde. Experimentelle schwere Waffe. Dieser am Handgelenk montierte Flammenwerfer setzt auf einen Hochdruck-Treibstoffkanister und eine stark fokussierte Flammendrüse, um einen tödlichen Flammenkegel auf mehrere Feinde zu werfen. Einmal dem Inventar hinzugefügt Flammenwerfer. Wird wahrscheinlich die Rakete ersetzen. Vom Exoskelett. Überlegen wir uns mal, ob wir das ausrüsten wollen. Geld haben wir gerade nicht mehr, deswegen würde ich sagen, wir können aber auch die Zeit weiter vergehen lassen. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Der Conet ist fertig. Ich bin mir nicht sicher, was genau die Aliens mit einem derart kühnen Design erreichen wollten. Aber zumindest sieht es beeindruckend aus. Fusionsklinge. Das ist ein Upgrade für alle unsere Ranger. Plasma erhitzt Metallkern. Speedy B. Guter Einwand. Vielleicht können wir uns Informationen gegen Geld eintauschen. Was sollen wir hier kriegen? Auch Informationen. Forschen wir erstmal das oder Illyrium. 7 Tage, 9 Tage, 5 Tage. Es geht schnell, machen wir das. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was kostet das denn? Fusionsklinge. 180 Vorräte, das ist alles so teuer.
Kommando hat sich selbst geopfert, um zu bauen. Das ist eine gute Idee. Mit Informationen verkaufen. Denn wir kommen hier so nicht weiter. Ich habe genug Informationen, aber ich habe keinen Kommandopunkt. Was mag? Ja, machen wir. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Überragende Wahrnehmung. Hundertneunzehn Vorräte. Was bringt das? Ich weiß doch nicht, was PKS bringt. Die Leute sind nicht meine Infos dafür verschwenden. Ein Wissenschaftler kriegt mir die Forschung voran. Aber andersrum läuft das bereits. Schleunigte Forschung. Muss ich mir überlegen nachher. Okay, das war's. An Geld. Müssen wir noch die Kommandostation abwarten, bis sie fertig ist. Damit wir uns weiter ausdehnen können. Avenger berechnet neuen Kurs. Gut, Exor, ne? Danke, dass du dabei warst. Hau rein und schlaf gut. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Die Trainingslager. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Jetzt gab's auch Kohle. Jetzt können wir uns Kohle abholen. Großer Durchbruch. In Vorbereitung und Alien Code. Ja, wir haben genug Info. Was ist das hier? Die Aliens treiben ihr Bauvorhaben voran und reduzieren die Zeit bis zur Fertigstellung ihrer Alien-Einrichtung um 2 Wochen. Das Ding ist, wir haben ja nichts, wo wir angreifen können aktuell. Ja, wir müssen die Vorräte holen, ja. Holen wir uns. Ranger berechnet neuen Kurs. Holen wir uns die Vorräte erstmal. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Neues Personal verfügbar. Ja, das ist, müssen wir jetzt zurückfliegen. Machen wir nicht. Können wir die kaufen. Aber wir machen hier die... Die Höhle weiter abbauen. Das Ding ist ja, wir kriegen dieses Avatar-Projekt nur runter, wenn wir jetzt, sag ich mal, Alien-Stützpunkte angreifen. Allerdings sehen wir keine mehr. Wir sehen leider keine mehr. Wir müssten erstens unser Gebiet weiter ausdehnen. Dazu brauchen wir erstmal eine Kommandozentrale, eine neue. Die warten wir gerade. Granate abfeuern, neue Fähigkeit. Ausbildung abgeschlossen. Also, wir haben einen Rookie wieder zum Private gemacht. Wollen wir das weitermachen? Und die Schule den nächsten Rookie ausbilden lassen. Ranger haben wir genug, Spezialisten haben wir genug. Ich würde sagen, weiter Grenadiere. Das ist alles geldmäßig hier. Bleib bei mir, Jagdinstinkt. Angriffe gegen flankierte Ziele verursachen +3 Schaden. Das ist so super. Normalerweise müsste ich es nehmen. Das ist genau wie das hier. Dass Sprengstoff kritten kann. Das sind Sachen, das sind Pflicht. Was soll's. So. Wir wollten noch was herstellen, ne? Hey, Commander. Fusionsklinge. So sieht es wieder mau mit dem Geld aus, ne? Ashera, schönen guten Morgen wünsche ich. Oder Abend. Weiß auch nicht mehr, was es genau ist. Ja, tödlicher Schuss. Hab jetzt einmal entschieden.
Die 200 Vorräte will ich erstmal behalten. Wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was noch kommt. So, wir speichern nochmal. Wieder viel, viel Zeit vergangen ohne Einsatz. Nicht, dass wir alles normal machen müssen. So, weiter abbauen. Alien-Maschinen weggeräumt. Raum ansehen. Wollen wir da was hinbauen? Verteidigungsmatrix. Wir lesen ja immer wieder, Schattenkammer braucht 5 Energie. Ich könnte auch einen Ingenieur irgendwo reindrücken. Dann könnte man auf jeden Fall das hinbekommen. Haben wir einen über? Momentan ist keiner besetzt. Haben wir einen Ingenieur über? Ja. So, die Schattenkammer, bauen wir die mal. Alien-Maschinen, wo haben wir denn hier ausgebaut? Hier. Bauen wir mal die Schattenkammer. Diese Einrichtung ermöglicht Dr. Teagan und Chefingenieurin Shen die Durchführung hochspezialisierter Projekte zur Entschlüsselung der wertvollsten Geheimnisse der Aliens. Bau der Schattenkammer eingeleitet. Hätte ich vielleicht schon mal eher bauen sollen, aber ich fand immer andere Sachen wichtiger. Das ist immer das Schlimme. Für mich noch Abend, da ich nicht schlafen war. Ja. Ich glaube, die meisten von uns auch noch nicht. Immer noch nicht geschlafen. Bei deiner Höhle. Sehr schön. Wir bleiben hier. Jetzt haben wir noch Schwarzmarkt und Lebenszeichen. Informationen sammeln. Warum nicht? Die können wir ja einsammeln gegen. Was haben wir hier? Informationen sammeln. Naja, warum es nicht? Gehen wir hier. Berechnet neuen Kurs. Was ist Schlafen? Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. So, was haben wir hingekriegt? 51 Informationen. Wir haben sogar noch mehr Datenspeicher. Aber gut, die müssen jetzt nicht sein. Ich würde sagen, wir nehmen Illyrium oder Psionik. Ich glaube, Illyrium macht mehr Sinn als Psionik. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Ist das hier gerade die Ruhe vor dem Sturm? Ja, schon Ewigkeiten kein Einsatz mehr. So, der nächste Grenadier fertig. Ja, rüsten wir gleich den nächsten aus. Oder bilden wir den nächsten aus. Kommando. Ne, Waffenkammer. Schule. Haben wir bald keine Rekruten mehr hier. Gerne, die haben wir genug, würde ich sagen. Ich sage noch ein Ranger. Haben wir alles abgeschlossen. Dann können wir jetzt nur noch zu Hause abgammeln, oder was? Gibt's da wohl nicht. Wir müssen auf die Kontakte warten, ne? Wir müssen auf Kontakte warten, damit wir uns weiter ausbreiten können. Wo sind wir eigentlich jetzt hier überall? Wir sind momentan in Südamerika, in Afrika, in West- und Osteuropa. Hm. Wo haben die sich versteckt, die Kollegen hier? Ich weiß noch nicht, wie weit ich schon im Spiel bin, ja? Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich weiß nur, dass das Avatar-Projekt ständig ansteigt. Wir momentan nichts dagegen tun können. Setze Kurs auf Südafrika. Ja, mir ist bewusst, was Psi macht. Aber dazu müssen wir erstmal ein Psi-Labor haben. Wir müssen Leute herausfinden, welche Psi-Fähigkeiten haben. So war es zumindest immer in den vergangenen Teilen. Willkommen, Commander. Scan-Bodo Schnellbau. Widerstandsfreiwillige helfen beim Bau. Bauen wir gerade? Wir bauen gerade ein bisschen was, ne? Was sind 25 Vorräte? Medizinische Unterstützung. Ich glaube, wir haben keine Verletzten mehr aktuell. Wir haben jetzt so lange gewartet, dann nehmen wir Schnellbau. So. Neue Ziele.
Wir haben neue Ziele für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent zusammengestellt, Commander. Dann geht's ja wieder los. Was wollen wir hier blockieren? Reduziert die Zeit für die Alien-Errichtung um 2 Wochen. Das ist für mich egal. Ich möchte ganz gerne Alien-Errichtung stürmen. Können wir aber aktuell nicht. So, großer Durchbruch. Das müssen wir auf jeden Fall blockieren. Ist auch sehr schwer. Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Aber ich glaube, wir haben dafür Zeit. Dafür haben wir ganz viel Zeit. Aber das hier haben wir vorhin durchgehen lassen. Es war verdeckt. Wir haben es nicht gesehen. Es war verdeckt. Und ja, es hat vorhin bei uns, ging bei uns durch. Wir würden einen Wissenschaftler bekommen und es ist sehr schwer. Das nehmen wir. Wir bestätigen den Einsatz. Blende mich aus, bin aber gleich wieder da. So, wir sollten bei so einem schweren Einsatz ein gutes Team dabei haben. Wir haben Texor, wir haben Taube, wir haben Vorlauter, wir haben Kroko, wir haben Snowman und wir haben Victor. Das klingt eigentlich schon fast nach einem Dream Team. Wir haben 2 Ranger. Ich glaube, das Einzige, was ich mir jetzt wünsche, ist, fehlt noch ein Grenadier. Wir haben hier einen mit einem Exoskelett. Snowman ist sogar wieder fit. Das ist sehr gut. Wir können hier noch was geben. Gehen wir im Medikit. So, aber wir brauchen unbedingt noch jemanden, der ballert. So, Texo behalten wir. Kroko. Ja. So lieb Kroko auch ist, einen Heiler brauchen wir nicht. Wir haben 2 Medikits. Wir nehmen noch einen, der Bum-Bum macht. Wir brauchen jemanden, der Bum-Bum macht. Ein Grenadier. Hier, Crash. Wir nehmen Crash mit. Der ist zwar nur Sergeant, aber das wird schon hinhauen. Das ist drin. Gucken wir noch, ob wir Crash Waffe verbessern können. Glaube nicht. Haben wir nichts. Schade. Ja. Guck mal hier, seht ihr hier? Wir haben ganz neue Klingen hinten auf dem Rücken. Also im Nahkampf machen wir jetzt noch mehr Schaden.